Daytona, bon, les Américains le dénomment Home of Motorsport. Comme savoir que les premières courses au monde ont été courues donc sur les plages. Also der Tag hat begonnen, indem wir alle hierher gefahren sind und dann uns getroffen zu einem kurzen Stand-Up-Meeting, haben geschaut, was sind die Ziele für heute. Jetzt aktuell sind noch sämtliche Einstellungen, das heißt, die Teams prüfen aktuell alles, ist alles einsatzbereit, schauen das letzte Setup an, prüfen alles nochmal, sprechen die einzelnen Zulieferer auch an, involvieren die und sobald dann alles klar ist, ich denke, so in einer halben, dreiviertel Stunde geht es noch los. Die Fahrzeuge fahren raus und geht dann an den Start. Ich fand es ein richtig emotionaler Moment war beim Test in Daytona, als ich das erste Mal so ein Fahrzeug gesehen habe. Das heißt, der fährt elektrisch los und dann setzt der Verbrenner ein. Da sieht man erstmal, wie das richtig integriert ist. In the beginning, everyone was like, yeah, let's get started, let's get in this. And honestly, we struggled to get alignment in our organization. And that, it really was like, okay, let's try this, let's get started. And then in the beginning of the program, we're like, okay, in order to get like past some of these hurdles, I would say that we had, was that we need to have more time where the associates can be face-to-face and work together. And that was working great. But then COVID hit, and that really, really, really was challenging because you have two teams working together across, you know, not only multiple cultures, but a very large time shift in the day as well. And I think that's where a lot of it came is like, we weren't just taking something that we knew and put a system together. You are developing a team and you're innovating technology. So you have so many different layers that we're building on top of each other. And at the end of the day, it caused a lot of friction. Wir haben jetzt noch die Abendsession vor uns. Das heißt, die letzten drei Stunden werden in der Dunkelheit gefahren. Das ist auch nochmal eine besondere Situation, weil es ja auch simuliert, wie es bei den 24 Stunden zugeht. Denn zum großen Teil besteht das Rennen natürlich auch aus Dunkelheit, aus Nacht. La pression est extrêmement élevée, donc il y a deux alternatives. La première, il y a une mauvaise coopération et ben, ça ne dure pas très longtemps, on va dire. Et la deuxième, bon, c'est le cas, c'est qu'il y a une extrêmement bonne coopération. À savoir, on est tous conscients que bon, l'individualité, c'est important, les compétences individuelles, mais on est aussi tous conscients que le plus important, c'est l'alignement, la coopération pour pouvoir durer sur le projet. Cars got on the track and we just had to perform together. We had to figure out our differences. We had to come to agreements on things in order to have the best solution for the customers and for us, for our team, for Bosch Motorsport. Et clairement, oui, l'équipe projet, franchement, c'était très agréable, avec une très bonne coopération, nécessaire pour ce type de projet.
Unter hohem Druck ist es natürlich immer so, dass man viel Anspannung hat. Und da muss man auch einfach die Situation bei jedem verstehen, auch dass Fehler passieren unter solchen Bedingungen. Und dann muss man einfach gemeinsam probieren, für Probleme immer eine Lösung zu finden und ja, nicht auf den Problemen rumzureiten. Das hilft einem an der Stelle dann einfach nicht weiter. So we had an issue on the car and then basically I went to the customer and the team here was looking at the data while I was walking to the customer. So together with the team we were always communicating and that really helps because when I'm there, I have a background because the team here is doing all this information analysis on the screens already. And by the time I'm there, like we're looking at different possible solutions and trying them out together. We can solve problems basically, yeah? One thing, just wanted you all to know that I had some really positive unsolicited feedback from really key people over in the other trailer at IMSA today. So I know some things have still been challenging today, but we honestly were in a really, really good position right now. We made a lot of positive momentum. I think of how the issue came up on the Cadillac and how well we were able to troubleshoot here and there, and we all came to a quick analysis and a similar result, right? So, just thank you for that, the effort, and that was it. Thank you so much. Ein gutes Team zu haben ist, glaube ich, bei so einem Unterfangen unerlässlich. Und einmal, was die technischen Hintergründe und einfach das Fachwissen angeht, ganz klar. Aber auch, dass das Team zueinander passt und dass es einfach, sage ich mal, interdisziplinär passt. I would say where I would like the team to be, where we're at, we're closing the gap, but we all know that there's still room to figure out how we can perform better together.